Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 24. Sonntag im Jahreskreis. Und das Thema an diesem Tag lautet Vergebung. Das bedeutet, wer seinen Nächsten verurteilt, der kann irren. Wer ihm aber verzeiht, der irrt nie. Weil Gott uns so großzügig vergibt, dürfen auch wir großzügig sein im Vergeben. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden! Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Liebe Schwester und liebe Brüder, das heutige Evangelium lässt uns ein, genau zu beobachten, wie wir auf Situationen reagieren, die uns ärgern, wo wir in Wut geraten. Denke ich nicht manchmal, jetzt reicht's oder es ist genug? Es ist nicht einfach zu verstehen und noch wenig umzusetzen, wenn Jesus davon spricht, dass man verzeihen muss, und zwar immer und immer wieder. Da ist es schon verständlich, wenn Petrus fragt: Wie oft soll ich meinen Bruder verzeihen? Jesus selbst hätte sich diese Frage doch als erste stellen müssen. Er hat ja die Unbarmherzigkeit einer ganzen Gesellschaft am eigenen Leib erfahren. Jesus beschäftigt sich
heute mit dem Thema Vergebung. In der vergangenen Woche ging es um ganz allgemeines Fehlverhalten. Wie ich damit umgehe, wenn ich persönlich betroffen bin. Ohne Vergebung kann keine Gemeinschaft gelingen. Petrus scheint zu wissen, wie wichtig Jesus die Bereitschaft zur Vergebung ist. Darum fragt Petrus, ob er bis zu 7-mal vergeben soll. So wird Petrus bestimmt überrascht gewesen sein, als Jesus ihm antwortete: Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Immer wieder aufs Neue. Mit dem Zahlenspiel sagt Jesus Petrus: Es gibt keine Grenze, an der die Vergebung aufhört. Auch hier gilt wieder die nie endende Liebe Gottes. Von Gertrud von Lefort stammen die Worte: In der Verzeihung des Unverzeihlichen ist der Mensch der göttlichen Liebe am nächsten. Jesus lässt keinen Zweifel daran. Gott vergibt uns unsere Schuld, damit wir von ihm lernen und es genauso machen. Jesus lädt uns ein, nicht nur ein kleines bisschen barmherzig zu sein, sondern so barmherzig, wie Gott es uns gegenüber ist. Mit dem Vergeben sind wir nie fertig. In einem Gespräch über genau diese Bibelstelle hat einmal eine Frau gesagt: 70 mal 7 mal, das sind 490 Mal. Wenn ich meinen Mann also 490 Mal vergeben habe, kann ich dann beim 491 Mal aufhören? Darauf hat einer der Umstehenden geantwortet: Ach, wenn sie es 490 Mal wirklich, ehrlich und liebevoll geschafft haben, zu vergeben, dann werden sie es sicher auch 491 Mal schaffen. Denn dann lieben sie ihn wirklich. Und wenn sie ihn wirklich lieben, dann haben sie auch bestimmt aufgehört zu zählen. Der Schlüssel zur Vergebung ist die Liebe. Es ist immer wieder die Liebe. Die Liebe, die Gott uns schenkt. Von einem König wird erzählt, dass er folgendes Urteil unterschreiben sollte: Gnade unmöglich, im Gefängnis lassen. Ihm kam das Urteil zu hart vor. Er enterte das Urteil: Gnade, unmöglich im Gefängnis lassen. Er machte nur eine Kommaverschiebung und das Urteil lautet Freispruch. Gott macht bei uns bestimmt viele Kommaverschiebungen. Vielleicht können wir es bei unserem Bruder und unserer Schwester auch probieren. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Die Ehefrau sagte beim Frühstück zu ihrem Ehemann:
Liebling, in diesem Jahr könnten wir unseren Urlaub doch auf den Bahamas machen. Der Ehemann schüttelte den Kopf und sagt: Tut mir leid, mein Schatz, wir müssen an unsere Schulden denken. Da meinte sie: Aber das können wir doch auch auf den Bahamas. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!